Hallöchen. Ich wollte euch noch ganz kurz was heute über die Technik erzählen, was wir heute vorhaben. Und zwar werde ich euch zeigen, wie man mit einem Standardblitz, sag ich mal, ohne große Lichtformer, mit einfachem Mittel, ganz tolles Licht zaubert. Im Prinzip gehen wir heute hin, nehmen einen Standardblitz und nicht, wie man es kennt, mit einer Softbox auf das Model, sondern wir drehen diesen Blitz und nehmen einfach unsere Rückwand. Jetzt haben wir natürlich große Wände hier, aber das funktioniert wirklich in jedem Wohnzimmer. Wichtig ist, die Wand muss weiß sein. Ihr müsst den Blitz so ein bisschen gegen die Decke leuchten und dadurch habt ihr eine unheimlich tolle Lichtcharakteristik. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und schaut mal rein, wie schön weich die Bilder sind. Also wie ihr seht, habe ich hier einen Blitz von der Firma Priolite, ist aber jetzt total unwichtig, was für ein Blitz. Ich fotografiere jetzt mit dem, damit wir kein Kabel hier im Weg haben beim Filmen. Und hier ist eine weiße Wand. Und ich nehme jetzt überhaupt keinen Aufsatz, sondern ich gucke, dass das Licht zwischen Decke und Wand auftrifft. Und dadurch, dass ich ein bisschen Abstand habe, in dem Fall 2 bis 3 Meter, bekomme ich unheimlich weiches Licht. Das Schöne an dieser Beleuchtung ist, dass es ein ganz tolles Augenlicht macht. Also ihr werdet alle Gegenstände, die da im Hintergrund sind, inklusive mir, in den Augen sehen. Wir haben jetzt hier ein 85er Objektiv von Canon, ein 1,4er. Wir fotografieren so mit einer Blende von 2,8. Also wir möchten ja den Hintergrund unscharf bekommen und da müsst ihr auf jeden Fall unter 3,5. Und da braucht ihr also nicht viel Leistung. Ich habe jetzt nochmal den Versuch gemacht, habe einen Lichtformer drauf gemacht, so einen Standardlichtformer. Und ja, weil dadurch, dass ich gar keinen Aufsatz hatte und das Model zu nah da dran war, habe ich so ein hartes Seitenlicht gekriegt. Das haben wir jetzt ein bisschen geändert. Entweder geht ihr mit dem Model ein Stück zurück, sage ich mal, dass kein Licht drauf fällt, oder ihr stellt euch hier eine Leinwand hin oder ein Tuch, wie auch immer. Hauptsache, es kommt kein hartes Seitenlicht von der Seite. Ich nehme jetzt mal für die Fotos hier einfach einen Standardreflektor, wird dann ein bisschen knackiger, wenn wir jetzt gegen die Wand lösen. Und ich fange jetzt einfach mal an, ein paar Fotos zu machen. Schau mal, jetzt hast du noch nicht drüber gemacht, bewusst. Ein bisschen seitlich wieder so, vielleicht in die Richtung. So? Ja, genau. Und so ein bisschen aber, das ist super. Ihr könnt da sogar variieren und so ein bisschen sogar bewusst mit dem Objektiv in den Blitz mit rein, sodass so ein bisschen Streulicht ins Objektiv fällt. Dadurch kriegt er so ein leicht flaues Bild. Das ist jetzt Geschmackssache, das muss man selber ausprobieren. Aber probiert es mal aus. Ihr könnt das Ganze auch echt mit einem Aufsteckblitz machen. Der hat natürlich nicht die Leistung oder so diesen Abstrahlwinkel wie, ich sag mal, ein richtiger Studioblitz. Aber welche Marke, welche Größe spielt jetzt erstmal überhaupt keine Rolle. Wir würden jetzt im zweiten Step mal hingehen und dem Ganzen jetzt noch ein Highlight verpassen. Also wir haben jetzt eine ganz große Softbox, unsere Wand, die das ganze Objekt schön weich zeichnet. Aber ich habe natürlich dadurch, dass ich von oben Licht bekomme, unten leichte Schatten. Und ich möchte hier gerne noch ein Augenlicht haben. Also das ist jetzt so ein kleines Highlight, was ich besonders gut finde. Deswegen stellen wir jetzt hier unten tatsächlich noch eine Softbox auf, die etwas in die Augen leuchtet und hier das Ganze noch ein bisschen homogener macht und hier ein kleines Augenlicht reinzaubert. Also es ist ein i-Tüpfelchen, aber wird mega schön aussehen und das zeige ich euch jetzt im zweiten Step. Und den Blitz stelle ich im Prinzip so ein, manuell, ohne Großbelichtungsmesser und Co., einfach nur, wie es mir gefällt. Also guckt einfach, ist das zu weich, ist das zu hart, wollt ihr da ein bisschen überbelichten. Das könnt ihr einfach ganz manuell selber einstellen. Bei dem zweiten wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wenn ihr 2 Blitze einsetzt und Anfänger seid, hat man natürlich das Problem, du weißt nicht, wo das Licht herkommt. Deswegen immer den einen Blitz erst einstellen, dann den zweiten dazu nehmen und den dann so ein bisschen variieren, wenn er das manuell macht. Also ihr könnt zum Beispiel hingehen, achtet ein bisschen auf das Shirt, wenn das überbelichtet ist, ist das schon zu viel. Guckt nur, dass einfach so ein bisschen Augenlicht mit reinkommt. Und mehr geht es hier gar nicht. Werdet ihr später sehen. Ist ein kleines Highlight. Also der muss auf jeden Fall niedriger. Der hat jetzt hier, ich sag mal so, die halbe Leistung. Das hat allerdings, ist auch ein Blitz von 1000 Wattsekunden, den wir hier haben. Leistung ist aber dabei total uninteressant bei dem, was wir machen, weil wir mit einer Blende fotografieren von 2,8. Also ihr könnt wirklich einen einfachen Standardblitz nehmen und den manuell einstellen. Und der sollte die Hälfte davon haben. Also nur mal so ein Richtwert, dann habt ihr auf jeden Fall die richtige Leistung und dann könnt ihr so ein bisschen variieren. Probiert einfach aus, macht immer am meisten Spaß, kreiert euren Look und dann schaut ihr einfach, was sieht am besten aus.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde natürlich freuen, wenn ihr auch mal unsere Videos kommentiert. Liken natürlich, wäre ganz toll. Wir möchten gerne jede Woche euch mit neuen, mit neuen Tricks und Tipps hier versorgen und den einen oder anderen Quick-Tipp mal hier reinbringen, der so aus der Fotografie ist. Wir haben vor, in den nächsten Wochen, auch wenn das Wetter ein bisschen besser wird, draußen zu arbeiten, entfesselt zu blitzen oder eben halt mit Studioblitzen, Outdoor. Also ganz viele Möglichkeiten haben wir da und die würden wir natürlich gerne, die würden wir euch gerne zeigen, aber dafür brauchen wir natürlich auch mal ein bisschen Feedback und schreibt einfach mal, es muss nicht immer gut ausfallen, wir lernen gerade dazu und ich hoffe, es hat gefallen und ich sage bis bald, euer Chris.